Also ich diskutiere ja wirklich sehr, sehr gerne und gerade mit Christen, die habe ich am liebsten fertig gemacht. Diese ganze Sache mit der Auferstehung ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist das Dümmste, was ein Mensch wirklich glauben kann. Wer einmal tot ist, der bleibt auch tot, denn das ganze Ding ist eine Einbahnstraße. Und das ist so doof, deswegen habe ich gerne Christen besonders fertig gemacht. Ich hatte in meiner Jugendzeit einen Freundeskreis, mit dem wir uns hart in Drogen reingesteigert haben, angefangen mit Gras und aufgehört hat es mit LSD. Anfangs hatten wir viel Spaß und ist aber schnell in eine Sucht umgestiegen und es hat viel mit meinem Körper und meinem Kopf kaputt gemacht. Ich habe mit 16, 17 Jahren ungefähr die Realschule beendet. Das Arbeitsamt kam auf mich zu und hat mich in eine Maßnahme gesteckt und darüber habe ich eine Schreinerlehre gefunden. Das Verrückte ist, dass mein Ausbilder in der Schreinerei überzeugter Christ gewesen ist und das hat mir so gar nicht gepasst und wir haben fast täglich miteinander diskutiert. Ich habe damals angefangen, Bibel zu lesen, um Denkfehler bei meinem Ausbilder zu finden. Und dann sind verrückte Sachen passiert. Also ich habe selber gemerkt, dass viele meiner Thesen atheistische Floskeln gewesen sind, die ich selber nie überprüft habe. Und eine verrückte andere Sache, wir waren bei einem Kumpel öfters zum Kiffen, hatten da so einen christlichen Abreißkalender, den wir benutzt haben, um uns die Joints zu bauen. Und genauso wie bei der Bibel hat mich dieser christliche Abreißkalender auch angesprochen. Die einzelnen Verse haben überraschenderweise in mein Leben gesprochen, da wo ich gestanden bin. Und ich habe angefangen zu merken, dass das Übernatürliche doch eine Möglichkeit ist. Anfangs waren Drogen kein Problem auf der Arbeit, hat sich aber als Problem dann herausgestellt. Ich habe Halluzinationen plötzlich an der Kreissäge bekommen, weil ich LSD vorher genommen habe. Hat mich sehr erschrocken, habe mich auf den Boden geschmissen und auf den Notaus gedrückt und gewartet, bis es weggegangen ist. Ich war allein in der Schreinerei und hätte auf jeden Fall was passieren können. Ich habe ein, zwei Mal versucht, mit den Drogen aufzuhören und habe gemerkt, dass ich mich da immer weiter reingesteigert habe, dass ich es nicht geschafft habe, da alleine rauszukommen. Ich habe irgendwann mich daran erinnert, dass mein Ausbilder mir gesagt hat, dass ich mich an Gott wenden kann, wenn es mal nicht geht, und habe das einfach mal ausprobiert. Ist wirklich verrückt gewesen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass irgendwas passiert. Ich habe viel geweint die Nacht und habe mich bei Gott für viele Sachen entschuldigt, wo ich Leute verletzt habe, wo ich schlecht über ihn geredet habe, wo ich viel Scheiße gebaut habe. Und irgendwann bin ich einfach eingeschlafen und habe dann morgens gemerkt, dass irgendwas anders ist. Und ich habe dann morgens gemerkt, dass ich die Kraft habe, die Drogen wegzuschmeißen und habe dann einfach einen Cut gezogen, einen Strich gezogen und habe damit aufgehört. Der Tag danach war ganz, ganz anders. Ganz viel Last ist von mir abgefallen, viel Schuld ist weg gewesen. Ich habe einen ganz, ganz tiefen inneren Frieden gespürt, den ich vorher nie hatte. Und es ging mir gut und ich konnte mir gar nicht erklären, wie das sein kann. Also mein Gebet an Gott ist das Krasseste, was mir jemals passiert ist. Dadurch habe ich aufgehört mit den Drogen und ich habe gerafft, Gott muss existieren. Da muss etwas Höheres hinterstehen. Wenn Gott existiert, dann fallen auch alle meine Argumente gegen das Christentum in sich zusammen. Ja? Dann ist es möglich, dass Gott als Schöpfer das Universum schafft. Es ist möglich, dass Tote auferstehen. Und dann ist es auch möglich, dass die Auferstehung von Jesus logisch nachvollziehbar ist und möglich ist. Also diskutieren ist immer noch meine Leidenschaft, liebe ich bis heute, hat sich aber viel geändert, ich bin freundlicher geworden und ich möchte niemanden jetzt auseinandernehmen. Ich möchte einfach, dass Leute verstehen, dass Gott auch viel Positives zum Leben beizutragen hat, nicht nur, dass er logisch ist. Allein für mein Leben, was sich alles geändert hat, ja, die Vergebung meiner Schuld, dass ich weiß, okay, ich bin im ewigen Leben, bin ich dabei, aber auch für das Leben hier, dass ich einfach weiß, geil, ich habe Prinzipien, nach denen ich leben kann und mit denen ich auf Gottes Wesen selber zeigen.